Darf ich mir vorstellen, Magister Dr. Werner Schwarz, bitte zu mir auf die Bühne. Bewegung ist Leben, keine Frage, aber wie bringen Sie mehr Bewegung in die Schule und das Obmann von Vital for Brain, was war der Auslöser für den Verein, wie funktioniert er? Ist das jetzt schon eine Frage an der Moderatorin oder schon mein Vortrag? Oder? Wie Sie möchten. Ich habe lange überlegt, und weil mein Freund Manfred Spitzer, den ich jetzt wirklich seit vielen, vielen Jahren kenne und die Frage, was ich jetzt sage, ob es ein Vergnügen ist oder die Ehre, ihn als Freund zu haben und mit ihm Vorträge machen zu dürfen, aber er ist auch Impulsgeber für viele, viele Ideen, die wir haben. Und wie es funktioniert, könnte man vielleicht am besten, wenn ihr mitspielt, in Bewegung machen. Die Frage ist, ob ihr mitspielt und ob ihr bereit wärt, jetzt aufzustehen. Klar, ja? Wir sind ja auch Vorbilder. Ja. Dann wäre schön, dass wir uns jetzt einmal gleich kennenlernen. Es müsste die Moderatorin ihre Sachen allerdings weglegen, dass wir uns trotzdem dem... Okay, aber ich habe auch ein Kleid an, das wissen das Sie ist okay, das ist okay. Salto oder was? Dass wir unseren Partner zu widmen. Und wenn es nur jetzt versucht, was jeder kennt aus der Schule, die Crosscall, dreht euch einen Partner zu und geht mit ihm im Crosscall. Bitte, ein zum Partner. Und jetzt versucht es ganz kurz, wenn man uns hinten sehen kann. Die Idee wäre, stopp, ihr seid so engagiert, ihr hört nicht auf. Der Eltern, außerdem, es wäre schön, wenn mit der Manfred da immer unterstützt, aber die arbeitet wieder. Jetzt wäre schön, wenn der Ältere einen Rhythmus vorgibt, das bin ich bei uns zwei. Ich verstehe nicht, warum sie da so lacht. Aber das ist ja, wenn der den Rhythmus vorgibt und der Jüngere versucht, nicht demütig, sondern weil er es am Kasten hat, den Rhythmus diagonal einzuhalten, sodass wir uns in der Mitte dann immer mit den Fingern berühren können. Tack, 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 tack. Schaut gut aus. Schaut sehr gut aus. Geht gut. Jetzt halt die Hände zur Seite. Die Hände zur Seite. Und jetzt versuchen wir dann weiter marschieren, gegenüber, ein bisschen höher die Füße. Und jetzt versuchen wir uns in den Passgang einzumarschieren. Hopp, 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 gegen gleich. Wieder die Hände zur Seite und jetzt müssten wir uns mit den Händen wieder treffen. Tack, 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 tack. Okay, meine Partnerin ist dabei. Sie arbeitet heftig mit. Okay, danke. Und der Martin hat sehr viel von Fingerspielen gesprochen. Ich würde euch bitten, und es ist auch so schön, und er hat irgendwann gesagt, die Gemeinschaft spielt eine Rolle. Wenn sich jetzt paarweise wirklich schön berührt und eines der wahrscheinlich schönsten Fingerspiele, die wir kennen. Wir zeigen es langsam vor, wir zwei. Und wir zeigen es in der Höhe vor und ihr macht es dann so vor euch. Wir müssen es nur in der Höhe vorzeigen. Das, wie heißt mit Vornamen? Julia. Die Julia. Die Julia hat eine Hand, wo ich sie berühren darf. Das ist ihre rechte. Und ich darf sie berühren am kleinen, am Ring, am Zeige und am Mittelfinger. Und sie hat eine Hand, die motorische Antwort gibt. Und das ist die herübere. Und berühre sie am Mittelfinger, dann führt sie den Mittelfinger zum Daumen. Und das macht ihr so. Warte eine Sekunde. Und das erst dreimal links und dreimal rechts Antwort wechseln. Und dann schließt die Augen und versucht es wirklich zu spüren. Und dann wechselt sie die Rollen. Dürfen wir vorzeigen, du machst es gleich blind. Ich berühre dich sanft hier. Und du führst zusammen. Ich hier und du. Ich. Augen zu jetzt. Ist gut so. Macht es. Macht es. Manfred, wie weit bist du jetzt weg? Bist du weit weg? Ist das okay noch? Passt es noch so, die Übung? Danke. Wenn sie euch niedersetzt, wenn sie euch niedersetzt, du musst noch da bleiben. Wenn sie euch jetzt, seid ihr noch nicht fertig? Wir müssen um 12 fertig sein. Wir müssen um 12 fertig sein. Wenn sie euch niedersetzt. Der Manfred hat mir gelernt. Lass mal das kurz sagen.
Weil ich glaube, das Beispiel bringt so wahnsinnig viel. Der Manfred hat mir gelernt, dass wenn ihr hier den Finger spürt, dass das da ein Tastreiz ist, der muss erst einmal dekodiert werden von den Nerven und dann in elektrischen umgebaut werden. Und das ist schwere Arbeit. Und viele Schüler mit Wahrnehmungsstörungen haben da schon Probleme. Und dann muss es durch den Arm ins Gehirn. Und es muss im Gehirn auf die andere Seite. Und vielleicht nehmt ihr zwei Finger und tastet euch da her. Da ist das primäre sensorische Rindenfeld. Dort wird es an der Großhirnrinde wahrgenommen. Nicht mehr, nicht weniger. Und jetzt ist das Problem oder das Schöne, ihr müsst mit der anderen Hand antworten. Und die andere Hand liegt aber auf jeden Fall auf der anderen Seite. Das heißt, es muss durch den Balken. Und daher ist es auch in der Neurobiologie ein schöner Test, um zu schauen, ob bei unseren Kindern der Balken überhaupt wirklich ausreichend Nervenversorgung hat. Weil ihr schickt es von da rüber, aber nicht nur genau drüber, sondern ihr müsst es jetzt in das motorische Rindenfeld schicken und das liegt eine Fingerweit davor. Und die simple Übung, die wir machen, ich würde mir wünschen, dass wir es ab und zu mit den Kindern machen. Nicht nur, weil sie sich angreifen, und das wäre schon unendlich wichtig. Aber weil im Gehirn von da rauf, rüber und von da wieder so runter ein wirklich Blitzlichtgewitter entsteht. Mit so einer simplen Übung. Und jetzt seid ihr ohnehin schon ganz gut dabei, gegangen sind wir auch. Das heißt, weil das muss jetzt. Jetzt muss ich ein paar Fingerspiele bringen. Wir bauen das methodisch auf. Wir zwei. Hände auf. Ich schaue jetzt, das müsst ihr. Normal schaue ich wirklich total ins Publikum. Aber heute konzentriere ich mich auf den Manfred. Das muss ich sehen. Anfangen wir. Es geht los. Auf und zu. Auf und zu. Auf und zu, auf und zu, auf und zu, auf und zu. Und immer schneller werden. Tak, 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 tak. Das ist gut. Das war die Vorübung. Und jetzt kommt die Übung. Rechts drinnen, links außen. Tak, 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 tak. Und wenn einige von euch jetzt sagen, das geht nicht, dann würde ich schon sagen, ihr habt Daumen und Fingern, das geht wirklich, aber es ist viel zu tun im Kopf. Und schaut euch mal an, wie er die Herausforderung annimmt. Zweite Übung, so hoch. Das ist gut, was ihr macht und soll nie schlecht werden. Sehr gut, gut. Tak, 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 tak. Hey, Manfred, bleib dabei. Manfred. Bleibt dabei. Er sitzt alleine in der ersten Reihe. Michi, die sich ja. So, und jetzt kommt wieder die Übung. Hier Daumen, hier kleiner. Tak und tak. Und tak und tak. Und tak. Manfred, ich schwöre dir, es geht. Darf ich euch ganz kurz das wahnsinnig oft zitierte Leg Theorie und Praxis zeigen? Entschuldigung, Manfred, das hat es jetzt noch. So, jetzt übt, aber der hat das am Kasten. Übt es bitte, weil ihr lacht da. Los geht's. Tak, tak, das war die Einfachübung. Und dann wirklich tak, 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 tak. Okay, schaut gut aus. Stopp. Fingerübung 3. Fingerübung 3 finde ich noch schöner. Schaut euch auf die Finger und spielt Fingerklavier. Ich finde es eine Sünde, dass unsere Kinder in der Schule nicht mehr musizieren und nicht mehr Klavierinstrumente lernen. Jetzt spielt es einmal. Und jetzt, Fingerklavier. Tak, 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 tak und wieder zurück. Tak, 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 tak. Das ist die leichte Übung. Und jetzt macht es die schwere. Und ihr dürft hinschauen. Nämlich auf der einen Seite vom Daumen, auf der anderen Seite vom kleinen Finger. Und wisst ihr, was ihr jetzt machen müsst? Jetzt müsst ihr links und rechts denken. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Tak, tak, tak. Und wieder zurück. Also gehen gleich. Ich bin nervös. Ich bin deshalb. Versucht es und schaut es erst hin. Vom Daumen, vom Kleinen und gegenläufig zurück. Nicht schlecht dabei.
Schaut gut aus. Okay? Und dass ihr ein bisschen aktiver werdet, haben wir, gehen wir von den Fingerübungen ein bisschen, dass euch mehr bewegt. Warte, da muss ich mich ausziehen. Ein bisschen mehr bewegen, weil ich habe Erfahrungen, ich habe einen ganzen Kongress zum Kanon braucht. Das versuche ich jetzt auch. Ich würde euch wirklich bitten, warte, Manfred, wir sind bei der nächsten Übung. Aber da seht ihr, das ist Wissenschaft, deswegen ist er so erfolgreich, weil er hart dabei bleibt, stimmt das? Hände hoch. Wie im Weg. Jetzt müsst ihr einer fotografieren, das schaut nämlich weg. Und jetzt zweiter Takt, das kann jeder. Das wäre der dritte Takt und das ist der vierte Takt, kann jeder. Das ist der erste, das ist der zweite, das ist der dritte und das ist der vierte. Der erste, der zweite, der dritte, der vierte. Jetzt mache ich schneller. Erste, zweite, dritte, vierte. Erster, zweiter, dritter, vierte. Erster, stopp. Und jetzt die Aufgabe. Ich darf bei den Damen einen Takt und bei den Männern zwei Takte vorne sein. Das heißt, wenn ich so mache, macht sie nichts. Wenn ich so mache, macht sie noch immer nichts. Wenn ich so mache, sind die Damen herunter, die Männer noch immer nicht. Jetzt kommen auch die Männer. Kennst du es verstehen? Damen einen Takt hinter mir, Männer zwei Takte. So verschaffe ich mir gegenüber der Konkurrenz einen Vorsprung, ganz einfach. Männerkonkurrenz. Es geht los. Also noch nichts, noch nichts. Jetzt, 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 jetzt. Jetzt, 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 ja, jetzt würde ich schneller. Stopp. War halb gut, aber nicht ganz gut. Muss man denken. Aber schöne Übung, oder? Für den Kopf. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Die Hände oben. Alle, die so wie ich zwischen 20 und 30 sind, machen gleich mit. Alle zwischen 30 und 40 einen Takt hinter mir. Alle zwischen 40 und 50 zwei Takte hinter mir. Und alle zwischen 50 und 60 bereiten Sie in Ruhe auf die Pension vor. Ist okay? Ist es schon. Ist es okay? Na, der Manfred, du tust, wie wenn du der 20-Jähriger wärst. Komm, es geht los. Achtung. Tak, richtiger Kanon, richtiger schöner Kanon. Tak. Tack, 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 tack. Schaut gut aus. Ein paar, stopp. Einige von euch switchen da zwischen dem Alter hin und her. Kann ich nicht nachvollziehen. Jetzt wird es schwierig. Na, das haben wir bis jetzt alle ganz gut gekonnt. Weil jetzt wird es schwierig. Weil jetzt machen wir es mit den zwei Händen verschieden. Jetzt ist es so. Jetzt müsst ihr wirklich gut denken. Die rechte fängt an und die linke kommt noch. Rechte, linke. Ja, stopp, stopp. Wir haben eine DVD, da zeigt es einer vor, der es kann, ehrlich. Weißt, was die, ich mache jetzt total, wisst ihr, was die Schwierigkeit ist? Dass hier oben meine Konzentration am Vortrag ist und das ist echt ein typisches Vorzeigeffekt. Daher fange ich. Aber habt ihr es, haben wir verstanden. Und jetzt schaue ich nur mehr zu, weil jetzt könnte man das ins Unendliche wirklich steigern, was ich sage. Wir könnten das ja mit den Fingern machen, das können wir ja schon, nicht? Dass wir sagen, oben die Daumen, macht es. Herunten der Kleine, da wieder der Daumen und da wieder der Kleine. Das können wir ja. Der Daumen, dann da der Kleine, Daumen und da wieder der Kleine. Daumen, der Kleine, wieder der Daumen und der Kleine. Da, jetzt sage ich euch nur was. Jetzt macht die Geschichte einen Takt rechts versetzt. Ist es okay für euch? Na, und jetzt, nein, oh, wo ist sie? Und jetzt zeigen euch wir, der Manfred und ich, dass das wirklich stimmt. Multitasking ist nicht so leicht möglich. Oder auf jeden Fall verliert man wahnsinnig Effizienz und Geschwindigkeit. Macht die simple Version. Tag, Tag, das haben wir ja, weil da müssen wir jetzt bleiben. Ich zeige euch jetzt ein paar Geschichten. Tag, 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 Tag. Das ist klar. Jetzt seid ihr oben. Jetzt bitte ich euch zwei Dinge.
nämlich Multitasking. Einmal die rechte Hand vorher, nicht mit den Fingern, vergesst es. Aber ihr müsst von 100 die Damen 3 und die Männer, die Männer 5 abziehen. Wird dann so ausschauen. 100, 95, 90, 85, 80. Versucht es nur mal, um zu verstehen, was er gemeint hat, dass Multitasking nicht das einfache Problem ist, wie alle tun. Immer 5. Stopp! Stopp! Ich möchte euch, wir zwei möchten euch was fragen. Ist das okay, wenn ihr das so mit einbaut? Aber das muss sein, wenn man so. Wenn ich da heroben stehe, dann sehe ich, ihr werdet deutlich fehleranfälliger, aber was ich wirklich sehe, wir zwei, ihr werdet langsamer. Ist ja klar, ihr müsst ja warten, bis das Rechenergebnis ist. Ihr werdet deutlich langsamer, so wie alle meine Schüler. Warum versteht ihr das? Warum versteht das jeder und warum versteht es keiner? Oder ein kleines Zwischenbeispiel, Computer. Jetzt könnte ich euch ja sagen, nehmt den Laptop, macht das Word-Programm auf und schreibt es. Dann bitte ich euch, dass ihr was rechnet in dem Schriftstück. Macht Excel auf. Dann bitte ich euch, dass ihr ein Bild rein kopiert und bearbeitet. Macht Paint auf. Und dann sage ich noch, baut es in eine PowerPoint-Präsentation. Macht PowerPoint auf. Jeder von euch weiß und wird so sein glücklich darüber, dass der Computer langsamer wird. So wie ihr. Weil der Arbeitsspeicher ganz einfach an seine Kapazitätsgrenze. Manche schwache Computer, nicht dumme Computer, nur die nicht so hoch gefahren sind, stürzen ab. Ich brauche sie nämlich nur vom Fuß stehen lassen. Euch. Wirklich, ich brauche nur aufstehen lassen, auf dem Fuß fällt es um. Das ist Kaschmir. Wie 100 Mal gesehen bei meinen Schülern. Also jeder weiß, dass das langsam ist. Kann dem Manfred und mir und dir irgendeiner von uns erklären, warum manche Lehrer das im Unterricht nicht verstehen. Wenn wir sie mit zu viel Programmen vollmachen, dass sie ganz entweder langsam oder komplett abstürzen. Und wann fangen wir endlich an, dass unsere Schüler im Unterricht, im Arbeitsspeicher, nicht nur mit unseren Schulprogrammen arbeiten. Die wirklich schweren Programme für unser Kopf sind Trauer, für unser Arbeitsgedächtnis. Ein trauriger Schüler, der kann uns nicht schnell folgen. Und wir haben die gottverdammte Pflicht zu sehen, dass der trauert und müssen ihn anders behandeln. Er ist im Hier und Jetzt belastet. Das ist ja noch der Schlechtere, aber ein Pubertierender, der sich gerade verliebt hat und die Angebetete sitzt hinter ihm. Unser limbisches System meldet ihm den göttlichen Geruch direkt in den Hippocampus ein. Und wir erzählen ihm von Leibniz und differenzieren. Bist du noch zu retten? Das. Okay. Ja, wir kommen wieder. Wir kommen noch einmal mit einer Übung. Bleib dabei, das ist viel leichter. Ja, okay. Bleib vielleicht da gleich. So. Da ist die PowerPoint nicht hochgefahren. Wie kriegen das jetzt denn da? Ja, oh ja, ist eh. Nein, das ist ein neues System. Bah! Das will ich nicht. Da hat mir der Stefan eingeblendet, wie viel Zeit ich noch habe. Ich will das nicht. Das ist extra für mich. Nein. Hast du das auch gehabt? Ja. Das ist die Wertschätzung, die wir deutschen Gästen zukommen lassen. Du hast reden können, solange du wohin hast. Und bei mir gehen alle da vorne. Alles klar, es geht los. Ich würde gerne heute, wenn euch das recht ist, sehr, sehr schnell über 3 Befunde reden, die nicht mehr dulden, dass wir noch mehr Zeit vergeuden. Aber jetzt beziehe ich mich wirklich auf meine Kernkompetenz, was es wirklich mit Bewegung und Sport hat. Die Befunde gelten aber fast auch für den gesamten anderen Bereich. Danke dabei. Dann kurz das Programm nochmal vorstellen und ich möchte aber schon auch sagen, es gibt auch Effekte. Und dann wieder schnell durch ein bisschen die Wechselwirkungen ansprechen und die Umsetzung in der Schule. Und ich bin definitiv fertig. Wirklich, ich lasse sie zum Essen. Aber jetzt möchte ich ein wenig ernst werden. Das, was wir...
Das, was wir vorstellen, ist ein Bewegungsprogramm, kein Sportprogramm. Und wir wollen das Bewegungsprogramm direkt in den Fachunterricht bringen. Und zwar dann in den Fachunterricht, in die Klasse, bei Mädchen und Burschen, bei Kopftuchträgerin und bei Nicht-Kopftuchträgerin. Und zwar dann, wenn es die Situation erfordert und wenn es für die Schüler gut passt. Was ich damit möchte, ist, das aus meiner Sicht zu überdenkende, und zwar dringend überdenkende Fachsystem, vor allem, ich habe eine Schule mit 1000 Schülern, vor allem an der Oberstufe, kann ja nicht sein, dass noch immer ein Lehrer auf die Frage, was oder wen und was bist du? Ich bin Mathematiklehrer und nicht sagt, ich bin Lehrer meiner Schüler. Was unterrichtest du? Mathematik. Die richtige Frage wäre Schüler. Wir müssen ein bisschen versuchen, vielleicht das starre Denken des Gegenstands aufzuweichen und mehr daran denken, dass wir Schüler unterrichten. Und das ist eine Möglichkeit, aber vor allem ist es eine Möglichkeit, das starre 50-Sekunden-System aufzubrechen, weil ich vielleicht mitten in der Stunde erkenne, sie können sich nicht mehr konzentrieren. Und ich versuche heute ein paar Folien aufzulegen, dass es in fast allen Fällen der richtige Satz ist, sie können sich nicht mehr konzentrieren. Und dass es falsch ist, ihr wollt euch nicht mehr konzentrieren. Sie sind am Ende ihrer Ressourcen, die die Konzentrationsfähigkeit hergeben. Und dann ein paar solche Übungen und es könnte erfolgreich weitergehen. Ich möchte den Fachlehrern die Botschaft geben, ihr schenkt den Schülern Bewegungszeit im Mathematik- und Deutschunterricht und euch nach hinten Schüler, die gelacht haben und die euch dann interessiert und konzentriert dazuhören. Das wäre die Idee. Und was es derzeit wirklich schwierig für mich macht, ist, dass man derzeit, und ich weiß nicht, was ich für Wort sage, gebraucht oder missbraucht, dass es derzeit vielleicht auch missbraucht wird, um jetzt die tägliche Sportstunde in die Diskussion zu bringen. Ja, wir können uns ja täglich bewegen, das ist doch nicht meine Intention. Ich bin so aus Passion Sportlehrer. Der tägliche Sport muss in ein Stufenkonzept kommen und das ist keine Alternative. Das ist kein Ersatzprogramm dafür. Es ist nur eine Möglichkeit, im Hier und Jetzt, morgen schon damit anzufangen. Weil ich es satt habe, immer zu sagen, es geht nicht, machen wir es nächstes Jahr. Und in ein Stufenkonzept müsste aber dann auch mehr dahinter kommen. Aber den Sport, die Sportstunde, kann es auf keinen Fall ergänzen. Das wäre die Idee. So, die drei Befunde. Der Hannes Bratscher sitzt da und Ehre wem Ehre gebührt, aber das ist auch gut, dass man ihn so oft zitiert. Er hat sich wirklich bemüht, in einer sehr großen Studie mit über 7000 Leuten zu schauen, wie viel das sie unsere Kinder bewegen. Und er weiß besser wie ich, aber ich sage es jetzt für ihn, weil sonst verlieren wir wieder Zeit. Es ist falsch zu sagen, unsere Kinder machen zu wenig Sport. Nein, es ist richtig zu sagen, unsere Kinder machen zu wenig Sport, aber es verkürzt die Sachlage extrem. Besser wäre zu sagen, unsere Kinder bewegen sich zu wenig. Damit machen sie ja zu wenig Sport. Das ist schon klar. Aber im Grund geht es um Bewegung. Und inzwischen, die gesamte Gesundheitsförderung aus der Sozialmedizin, aus der Sportmedizin, aus der Leistungsphysiologie sagt, die Bewegung bringt die Gesundheitsförderung. Wir müssen unsere Kinder mehr bewegen. Und da steht dann 21 Stunden, das ist dann in einer Folie, die der Hannes in seiner Dissertation so gebracht hat, schaut es dann so aus. Das Grüne, müssen wir andere Farben nehmen, Hannes, weil das signalisiert, das Grüne ist die Sitz-, Steh- und Liegezeit. Und zwar alles zusammengezählt. Und wenn der Hannes in seiner Studie einen normalen Schultag hernimmt, dann heißt es, dass sie 2 Stunden und die 53 Minuten alles zusammengezählt. Das ist das Zähneputzen, das ist wieder der Lacher. Die wenigen, die sich die Zähne putzen, haben dann schon Bewegungen. Und dann kommt der Weg in die Schule, wenn man noch in die Schule geht. Das sind immer weniger. Und dann kommt das, was man, da ist Schulsport dann auch schon dabei und es wird nicht mehr. Und andere Studien, neue, sagen, die bewegungsfaulen Österreicher liegen unter einer Stunde. Und um die geht es ja noch mehr. Und der Hannes legt ja die Studie jetzt neu an und arbeitet noch. Die bewegungsfaulen Gesamtbewegungszeit an einem Schultag unter einer Stunde. Aber steckt eine positive Botschaft auch dahinter, die kommt später, aber die negativste ist vielleicht, das stimmt wirklich, wir sind, er sagt dann Homo sessile, wir sind eine Sitzschule.
Und ich lasse euch heute sicher noch einmal aufstehen. Weil allein nicht das ist schon was Positives. Da müssen wir wirklich aufpassen. Und wenn dann der Manfred jetzt über die Computerzeiten so gesprochen hat, dabei sitzt man. Das kommt ja dann noch dazu. Die Sitzzeiten steigen immer an. Und die Folie möchte ich deshalb auflegen, weil sie entschuldigt, sie nimmt die Schule dramatisch aus der Pflicht. Erste Botschaft, schaut es euch schwarz an, schaut es euch weiß an. Schwarz war 1998, gar nicht so einfach, das auswendig zu wissen. In der Fall, wenn ich mich immer um und dran habe, Ding, wenn ich es falsch sage, müsste ich es mir sagen. Und weiß ist 2005. Das heißt, es hat sich verschlechtert. Aber noch deutlicher, bitte schaut es euch an, was Samstag, Sonntag passiert. Wir bewegen die Schüler ja eh noch viel. Was wir wirklich verloren haben, wir haben die Eltern als Partner der bewegten Kinder verloren. Definitiv. Das heißt schon gar nicht um Nachfall. Wir zeigen ihnen aber auch nicht Bewegungen vor. Wir leben es nicht mehr vor. Wir haben keine Vorbilder, keine Bewegungsräume. Was wir im Fernsehen, nicht? Jetzt haben wir wieder ein glückliches Beispiel, dass zwei Volkshelden, der Sido und der Dominik Heinzl, eine Sportzweikampfversion wieder eingelegt hat. Aber sonst haben wir ja da nichts. Nichts. Also keine bewegenden Vorbilder, nichts. Und das wollte ich ganz einfach für Manfred reinholen, dass ich seine Bücher gelesen habe, nicht nur, dass ich mit ihm Vortrag. Das ist ja ganz alt von ihm, 2008. Und da sagt er, dass 2003 34 Millionen Deutsche im Internet sind. Der Manfred weiß sicher mehr, aber wenn ich die Kurve richtig interpretiere, und es gibt 80 Millionen Deutsche, dann werden wir wahrscheinlich jetzt 140 Millionen Internetnutzungen haben, weil viele Deutsche probieren Stereo das anzuschauen oder so ähnlich, wenn man die Kurve richtig hinter. Das heißt jeder, das heißt wir sind wirklich in einer Medienzeit. Und jetzt möchte ich eine aus meiner Sicht wichtige Kurve kratzen. Das, was der Manfred die ganze Zeit gesagt hat, ist nur eine andere Studie, sie ist auch in seinen Büchern kommuniziert. Die Amerikaner haben die größten Probleme, die Amerikaner haben auch eine Studie rausgegeben. Da steht dann, dass die Kinder mit 1,8 Jahren schon 2,2 Stunden täglich Fernsehen, sagen sie da in der Studie, und haben damit 7 Aufmerksamkeitsstörungen. Ich möchte die Studie nicht kommentieren. Was ich möchte den Fokus von euch auf den Begriff Aufmerksamkeit lenken. Das möchte ich. Weil der zweite Befund, den wir wirklich oft vergessen, ist aus meiner Sicht noch oder genauso dramatisch. Dass der zweite Befund sagen, und da ist eine von vielen Studien, und Hackauf und Olbrecht 2010 ist die größte deutsche Jugend- und Sportstudie, die wir haben. Sie haben wirklich viele Kinder sehr genau gescreent. Eine wirklich gute wissenschaftliche Studie. Und wir Österreicher sind nicht anders. Und da oben steht die kleinere Zahl, aber die 15-20%, das sind definitiv pathologische, also das sind die, die wirklich schwer auffallen in unserer Schule. Und die haben wir wirklich. Ich habe 1000 Schüler und ich habe die sitzen bei mir. Ich habe ganz einfach in meiner Schule derzeit 14 Magersüchtige. Und ich habe Suizidgefährdet derzeit 3 in meiner Schule. Das haben wir alles und wir reden nicht drüber. Aber, wenn es da unten schaut, da steht 39-55% der Kinder haben Konzentrationsstörungen. Das heißt, jeder zweite von euch hat wirklich Probleme, Konzentration anzuhalten. Und jetzt kommt der zweite Begriff. Und daher haben wir schon 2 Begriffe. Aufmerksamkeit und Konzentration. Und da möchte ich, weil wir aus dem Sport kommen, die Verbindung mit dem Sport zeigen. Das ist eine sehr gute Studie, die im Spektrum der Sportwissenschaft 2006 publiziert ist und es sind über 300 Kinder untersucht worden. Und man hat die Kinder, wie es Manfred eh öfter erklärt hat, versucht in zweimal zu teilen. Die erste Teilung war, Kinder zu finden, die hat man leicht gehabt, die Kinder mit niedriger Gesamtaktivität, so wie wir es gerade gehabt haben, mit mittlerer und mit hoher. Die 3 Gruppierungen. Und dann hat man noch einmal 3 Gruppierungen gemacht, Kinder zu finden, die nicht Fernsehen, das wird eh schwer genug gewesen sein, Kinder zu finden, die eine Stunde Fernsehen, in Österreich fast ein unmögliches Unterfangen, und dann die Kinder, die mehr als eine Stunde, schaut nur die an, weil das sind die meisten, Kinder, die mehr als eine Stunde Fernsehen. Und Manfred hat uns gerade gesagt, das sind fast alle bei uns. Da gibt es einen ganz klaren Zusammenhang. Wenn Sie sich wenig bewegen, haben Sie wirklich niedrige Konzentrationsleistungswerte im Test nachgemessen. Das heißt, wir müssten unseren Kindern sagen, wenn Sie nicht verhindern können, dass Ihre Kinder Fernsehen, dann müssten Sie sie zur Bewegung und zum Sport bringen. Ansonsten können Sie dem Unterricht in der Schule nicht folgen. Und jetzt möchte ich was wagen, von dem ich glaube, dass es meine Eltern
zumindest nicht wissen. Ich hoffe, es wissen Lehrer. Ein kleiner Exkurs, ein schneller durchs Gehirn, wieder Unterbewusstsein. Der Manfred und ich schauen, ob zweimal Unterbewusstsein, einmal Bewusstsein ist, weil er hat ja auch schnell durchgemacht. Das Gehirn ist jetzt einmal so klar, das ist noch nicht der Job. Schaut aber auf die zweite Folie, Rindenfelder. Wir lernen, oder wir dürfen aus der Neurobiologie lernen, dass das Gehirn, die Hirnrinde in Funktionsareale unterteilt ist, wo die Hauptfunktionen in dem Netzwerk laufen. Mit jeder Plastizität, wenn ein Feld ausfällt, das über einen Lernprozess und neue Organisations andere das übernehmen. Aber funktioniert Gehirn richtig oder ist alles da, kann man das als gute, ganz gute Orientierung nehmen. Das wird dann so sehen, wenn ihr mich seht, dann ist es schwierig genug, die Lichtwellen oder Teilchen, Streitephysik noch ein bisschen, im Sehsinn in elektrische Signale umzubauen. Und dann geht eine der stärksten Datenleitungen, wirklich Autobahn, geht dann über Kreuzen nach hinten und da steht dann die Sehrinde. Und dort entsteht Bild, noch nicht mehr, noch nicht weniger. Seht ihr, ist das Bild da. Aber ich habe viele Bilder. Und das, was wir gerade gemacht haben, nur da zu tasten, heißt nur mal da herinnen, Wahrnehmung zu haben. Und mich oder euren Bart dazu riechen. Und das geht alles in die Großhirnrinde. Also es geht das Sehen, es geht das Hören, es geht das Tasten in die Großhirnrinde. Nicht das Riechen. Das hat einen spezifischen Wahrnehmungsteil. Riechen geht direkt in den Hippocampus, ins limbische System. Riechen wird nicht in der Großhirnrinde wahrgenommen, sondern wird im limbischen System und wird sofort mit Gefühl und Erinnerung verknüpft. Ganz ein schwierig zu behandelndes Gefühl. Aber in Summe versteht ihr, was Wahrnehmung heißt. Wisst ihr, was ihr jetzt alles wahrnehmt? Ist euch klar, wenn ihr nicht da wirkliche Filter hättet, so wie Savants, so Inselbegabte hättet, das müsst ihr haben, dass nicht alles weiter bearbeitet wird. Aber es ist schon mal die Frage in der Klasse, nehmen alle Schüler jetzt einmal nur den Lehrer wahr? Können sie hinschauen? Wollen sie hinschauen? Können sie ihm hören? Oder sitzen sie in der letzten Bank und es ist so laut? Also schon das ist ein sensibles Spiel. Aber da sind wir ja an der Oberfläche, im wahrsten Sinn des Wortes. Weil, wenn wir mehr wollen als Wahrnehmung, und ich will mehr als Wahrnehmung, müssen wir in die Tiefe, im wahrsten Sinn des Wortes. Wir müssen ins limbische System. Und an der nächsten Folie könnt ihr lesen, dass im limbischen System an der unteren Struktur steht dann der von Manfred Spitzer und Kollegen den Lehrern so ans Herz gelegte Hippocampus, wie das Seepferdchen. Weil das ein Seepferdchen ähnliche Konfiguration hat, also Aussehen hat, ist jetzt eh wurscht. Und der Hippocampus, der ist für Erinnerung zuständig. Und zwar, dass Erinnerung überhaupt möglich ist und dass Erinnerung rausgeholt ist. Und jetzt übersetze ich das in meinen Vortrag. Wenn ich will, dass ihr euch an den Vortrag erinnert, dann muss ich euch dazu bringen, dass ihr den Hippocampus mit einschaltet und aktiviert. Und dann ist meiner Meinung nach der Begriff so wahnsinnig gut gewählt, der Deutsche, Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit heißt, es geht um Erinnerung, merken. Ich muss euch dazu bringen, dass ihr wollt, dass ihr euch das merkt. Das heißt entweder aus Interesse oder aus Zorn oder aus Angst, weil ich euch morgen prüfe oder weil es euch betroffen macht oder aus irgendeinem anderen Grund. Aber wenn es mir gelingt, nehmen wir das wichtigste Wort, Interesse herbeizuführen, mir da, dann ist es mir gelungen, dass ihr den Hippocampus ins Spiel gebracht habt. Und dann gelingt es mir, dass ihr euch an den Vortrag erinnert und morgen wieder was replizieren könnt. Wisst ihr schon, wie schwer das in der Schule ist? Und wisst ihr, wie energieaufwendig aber der Hippocampus arbeitet? Den wollen wir nicht immer dazuschalten. Und ich finde, dass es keinen schöneren Begriff gibt als bitte schenk mir deine Aufmerksamkeit. Es ist ein göttliches Geschenk, den man jemand geben kann. Und es ist wirklich so zu verstehen, weil es kostet enorm viel Energie. Ist die Frage, was bewegt unsere Kinder in den Schulen dazu, dass sie uns Aufmerksamkeit schenken? Und der Manfred schreibt das in seine Bücher wahnsinnig gut. Wir müssen das bedenken in der neuen Pädagogik.
Und eine der wichtigsten Dinge, dass sie uns Aufmerksamkeit schenken, ist schlicht und einfach, dass sie uns mögen. Und der Lehrer muss auch wieder dazu kommen, zum sagen, ich mag meine Schüler, dann mögen sie mich und dann kann ich besser unterrichten. Halbe Miete, noch nicht fertig, weil jetzt wird es ganz schwierig. Jetzt seht ihr da vorne eins, weil ihr habt mir nur Aufmerksamkeit geschenkt. Das heißt, ihr erinnert euch an mich, aber habt ihr über das, was ich rede, nachgedacht? Habt ihr eigene Gedanken damit verbunden? Habt ihr euch quasi ein neues Netzwerk mit den Informationen gemacht, die ich euch jetzt sage? Habt ihr gesagt, der sagt mir, dass der Hippocamp, der sagt, ich muss meine Schüler mögen? Mag ich alle meine Schüler? Da habe ich vorgestern gehabt, holt sie Erinnerungen raus und bearbeitet sie die. Wenn sie das macht, dann verlasst ihr den Hippocampus nach Neurobiologie und macht den wahrscheinlich schwierigsten Schritt der Schule. Ihr geht präfrontal, ihr geht ins Stirnhirn nach vorne. Dort liegt der Arbeitsspeicher. Der arbeitet im Hier und Jetzt mit der Problematik, kleine Kapazität und daneben liegen ganz wichtige andere Funktionen. Dort liegt die Moral drinnen. Das ist gut, weil ich habe es irrsinnig leicht. Ihr habt Moral und ihr habt Einstellung. Und ihr sagt, Mensch, das Kind interessiert mich eh nicht. Und außerdem, aber ich sitze da und lasse ihm reden. Das haben unsere Pubertierenden nicht. Ist noch nicht online gefahren. Musst du irgendwie anders wissen, aber die meisten von euch, oder? Ist noch nicht hochgefahren. Werte, Bewertungen, Moral. Im 1 präfrontal liegt aber auch die Kontrolle, Impulskontrolle, Zurückhaltung. Und wenn wir mit dem Arbeitsspeicher viel arbeiten, dann lernen wir das auch. Das ist ein bisschen der Hintergrund. Und das Ganze wird bei Bewegung, und das hat uns aber der Manfred gesagt, jetzt kommt es zum Manfred. Wenn wir Bewegung wollen, hat er gesagt, brauchen wir ein Drittel unseres Hirns. Das ist leicht zu verstehen. Wenn wir neue Bewegungen steuern, wie es ihr jetzt gerade gemacht habt, braucht es die Großhirnrinde, koordinative Fähigkeiten. Wenn ihr das Ganze aber jetzt mitgehen macht, so wie das dann von euch verlangt, dann habt ihr automatisierte Bewegungen. Dann braucht ihr die automatisierten Bewegungen im Kleinhirn. Und wirklich wichtig zu wissen, der Hypothalamus, nicht der Hippocampus, der Hypothalamus und vor allem der Thalamus in Verbindung mit dem Basalganglien sagt, was kannst du, was kannst du nicht und wo muss ich daher die Bewegungen rausholen? Also wirklich ein schwieriges Ding, Bewegung zu machen. Und dann haben wir ja schon gesagt, vorne liegt Arbeitsgedächtnis, exekutive Funktion in aller Munde, im Hier und Jetzt präsent zu sein, mich kontrollieren zu können, Handlungen zu planen und auch umzusetzen, liegt da vorne. Und alles, letzte Folie, wenn sie euch bewegt, wird gemacht. Und das ist der Hintergrund, dass die Folie dann jeder versteht. Und lest einmal das durch. Mit simplen Bewegungen können wir die Durchblutung in unserem Gehirn laut der Studie 2012 um 40% steigern. Unser Gehirn, 1,5 Kilo, verbraucht 20% der Energie in Ruhe. Die muss irgendwie raufgebracht werden. Das heißt, wenn ihr jetzt immer müder werdet, passiert nichts anderes, als der Vagus da unten durchschaltet und sagt, ich muss den Körper versorgen, das ganze System wird immer müder, daher lasse ich da oben ein bisschen was weg. Und viele, viele Nerven von euch fahren in Standby-Betrieb. Lasse ich euch jetzt aufstehen, so wie wir es machen, werdet schon staunen, wie bei ihr jetzt da online. Bitte, wo ist meine Partnerin? Wir machen das jetzt, weil ich finde, die Partnerübungen sind fast die schönen und der Manfred hat so viel auch gesagt zu zweit. Die Partnerübung, aber jetzt machen wir es als Brainschirm. Wenn wir so zusammengehen, ja, jetzt fällt mir ein bisschen der Manfred vorne, dann ist wieder der Ältere, der Chef ist im Team. Ältere Chef. Und er macht 4 Kommandos, schauen so aus. Er führt die Hand in die Höhe und der Jüngere antwortet und hebt das diagonale Bein. Ganz waagrecht. 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 Ja, so schaut es schön aus. Probiert es das einmal. Geht das bei jedem? So, und jetzt aufpassen, jetzt kommen alle 4 Kommandos. Okay. Erstes Kommando. Hand hoch, diagonaler Fuß. Zweites Kommando. Hand nach unten, diagonaler Fuß, frei nach hinten. Frei nach hinten. Diagonaler Fuß, diagonaler Fuß. Ja.
Drittes Kommando. Hand zur Seite, diagonaler Fuß, frei zur Seite. Ich hoffe, es geht. Viertes Kommando. Hand über die Mitte, schwer für die Kinder. Diagonaler Fuß über die Mitte. Über die Mitte. Erstes Kommando, ich zeige vor, Hand hoch, ihr antwortet, Fuß hoch. Zweites Kommando, Hand nach unten, diagonaler Fuß nach unten, hinten. Fuß zur Seite, diagonaler Fuß zur Seite. Fuß über die Hand über die Mitte, Fuß über die Mitte. Es geht los. Es geht los. Wir sind auch schon am Ende. So. Und stopp, Rollentausch, Rollentausch, Rollentausch. So, muss man ganz schnell. Ah, ich muss jetzt. Ja, geht schon, cool. Okay, danke. Es gibt 5 Minuten, noch 5 Minuten. Es gibt 2 Möglichkeiten, die Partnerübung wunderschön auszubauen. Nein, es gibt, ich sage euch zwar, es gibt 10 auf der DVD. Ich zeige euch 2. Die erste Möglichkeit ist, wir verdoppeln die Chance. Die erste Möglichkeit, die Übung auszubauen, schaut so aus. Ich kann jetzt, wie gesagt, das Kommando geben. Sehr schön. Ich kann aber auch die Antwort geben. Und du musst das Kommando geben. Ist es okay? 8 Möglichkeiten. Entweder oder. Entweder oder. Es geht los. Ist gut, oder? Schauen wir sie an. Hm? Super, stopp, jetzt kommt der zweite Ausbau. Ich finde, und das macht der andere Partner, und jetzt überlegt es kurz mit, was jetzt passiert. Jetzt muss nämlich eine Entscheidung getroffen werden und Umstellung dauern, also Umstellungsfähigkeit, weil, jetzt sage ich, wenn ich mit beiden Füßen am Boden stehe, ja, dann bitte antwortest du diagonal. Und nur die 4 Möglichkeiten jetzt. Mit beiden, ich stehe mit beiden Füßen, du antwortest diagonal. Knie in die Höhe. Sehr gut. Bein zur Seite. Sehr gut. Bein nach unten. Sehr gut. Wenn ich einen Fuß hebe, ich, ist es für dich das Zeichen, das jetzt nach lateral zu beantworten. Heißt, schaut's her, ein Fuß von mir gehoben, los unten, ein Fuß von mir, hoppala, von mir gehoben. Jetzt mache ich so. Gleiche Seite. Versteht ihr? Wenn ich beide, wenn der Kommando gibt, noch mal her, beide Füße unten lässt, normales Spiel. Normales Spiel. Wenn ich dann einen Fuß hochgebe, gleiche Seite. Und es müssen mindestens 3 Kommandos hintereinander kommen, bevor man wechselt. Es geht los. Ja? Ja? Ja, mach her. Ja. Danke. Danke. Letztes Mal mir Aufmerksamkeit schenken. Letztes Mal mir Aufmerksamkeit schenken. Ich würde euch jetzt, warte ein bisschen, ich würde euch jetzt um ein Experiment im Sinne von Manfred bitten. Das ist neu jetzt, das sage ich. Aber probiert es, was Manfred gesagt hat, wie schwer Multitasking ist und dass es in die Schule nicht gehört, weil es ist wirklich, es ineffektiv und es stört eigentlich die Konzentration. Das könnt ihr jetzt wirklich schön erleben bei folgender simplen Aufgabe. Wir machen die Version, wo es 8 Möglichkeiten gibt. Also wenn ich hochfahre, Knie, wenn ich Knie hochgebe, musst du die Hand. Also die 8er-Lösung. Und jetzt der die Antwort geben muss, erzählt seinem Partner, was er heute vom Frühstück weg bis jetzt gemacht hat. Nein, was er gestern gemacht hat. Nichts anderes, aufpassen, ihr aktiviert euer biografisch-episodisches Gedächtnis.
nicht das Semantische. Wir ignorieren ja in der Schule über weite Strecken, dass wir 4 Gedächtnisstrukturen haben. 4. Nicht nur Wissen. 4. Auch um das Thema. Aber jetzt holen wir, ich frage dich nicht, wo der Napoleon geboren ist und welche Schuhnummer hat. Das liegt da. Ich will jetzt ein biografisches. Was habe ich gestern? Und jetzt passt auf, jeder von euch weiß, was er gestern gemacht hat. Aber schaut her, was jetzt kommt. Sie erzählt mir es dabei, was übt. Also erzähl laut. Ganz laut. Wir fangen beim Frühstück an. Nicht, was im Bett passiert ist, beim Frühstück. Okay, was hast du frühstückt gestern? Es geht los. Nichts, ich verschlafen. Kommt, sie verschlafen weiter, erzähl weiter. Wisst ihr, was sie macht? That's it. Probiert es. Machen, geht los. Du bist toll. So, machen wir Schluss. Ich schließe ab und dann danke. Das war super. Ja. Okay. Und dann die Tür auf. So, meine Damen und Herren, danke. Wenn Sie euch bitte niedersetzt. Danke. Danke, danke. So. Ich darf noch 3 Folien machen. 3. Die erste Folie. Wir haben in unserer Schule ein wirklich tolles Lehrerteam, aber vor allem wir haben die Bärgabe, die uns auch hilft. Und die haben dann gesagt, Werner, wenn wir die Übungen machen, wollen wir nicht auch versuchen, eine ganz kleine Studie in unserer Schule zu machen, um unsere Eltern zu untersuchen. Und wir haben dann die 2. Klassen und die 4. Klassen, das haben bei uns 6, also über 300 Schüler, in eine Test- und eine Kontrollgruppe unterteilt. Und wir haben am Anfang einen Test gemacht, der die Konzentrationsleistungsfähigkeit oder eine der Konzentrationsfähigkeiten abtestet, den sogenannten D2-Test, hat denn ein Ergebnis. Und dann hat eine Gruppe der Schüler, 2. und 4. 3-mal in der Woche, zwischen 6 und 8 Minuten, irgendwann im Vormittagsunterricht, die Übungen gemacht. Und die andere Gruppe durfte nicht üben. Das sage ich, erzähle euch dann eine Geschichte. Und dann haben wir das 6 Wochen durchgemacht, also insgesamt 3 mal 6 sind 18 solche Übungseinheiten. Die nenne ich jetzt plötzlich Training, weil da ist wirklich mein Kernthema. Mein Kernthema ist, und jetzt lasst man einen kleinen Seitenhieb. Ich war früher Trainer und es hätte mir nichts geholfen, wenn ich dem Schröckler, den USV-Präsidenten, sage, lieber Herr Präsident, wir haben das ganze Trainingsprogramm durchtrainiert. Waren wir jetzt erfolgreich? Vergleichbar, ich habe den Lehrplan durchgemacht. Er hat gesagt, ja und? Schön für euch. Er hat mich gefragt, und was gewinnt sie jetzt? Also wie ist die Leistungsfähigkeit? Also ich bin gewohnt zu schauen, das was ich gemacht habe, hat zeigt das Wirkung. Und Training, das ist jetzt wirklich mein Kernthema, heißt, ich habe die Menschen, die mit mir arbeiten, die Schüler verändert. Ich habe sie verändert in die Richtung, die sie auch mit mir wollen. Ich habe sie ihren Zielen näher gebracht, aber ich habe sie wirklich verändert, epigenetisch. Und meine Frage war, haben wir Gehirn verändert, so wie es der Manfred gesagt hat, so wie ich es auch von ihm gelernt habe. Haben sie die Synapsen nachhaltig geändert? Dann müssen wir ja das, wenn wir das machen, und wir machen eine Woche Pause, das heißt, es ist kein Lerneffekt mehr da, und wir machen wieder den Test, hat sich was geändert. Und das war wirklich so. 6 Wochen Training, eine Woche nichts, dann den Test und die Kontrollgruppe war wirklich signifikant besser. Das heißt, es hilft wirklich. Und daher machen es wir in der Schule jetzt wirklich. Das wollte ich zeigen. Und für mich das Wichtigste, weil es wird nicht kommuniziert. Ich hasse die Verkürzung, wenn wir alles in unserer Schule nur mehr verbürokratisieren und verhierarchisieren. Die Schüler haben gelacht mit mir. Das ist für mich das Wichtigste. Und damit haben wir mit dem Programm unsere Kinder bewegt, das steht fest, weil das haben sie gemacht, das habt ihr gemacht. Und sie haben gelacht. Erste Botschaft ist für mich, wir haben aber auch geschafft, Bewegung mit Klasse, dass sie die Konzentration verbessert haben. Und wir haben wirklich auch erkennen können, sie werden auch von der Bewegungssteuerung besser.
Das heißt, uns hat das wirklich überzeugt und daher dürfen wir es jetzt in der Lehrerfortbildung kommunizieren. Vielen, vielen Dank an den Gerschi und an den Gerd Angerer und seine Partner. Und ein Dank an meines Team und ich bin am Ende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Applaus